Also, wir sind am letzten Tag vom Sola. Was habt ihr heute so erlebt? Heute haben wir die Sachen für den bunten Abend vorbereitet. So Herzblatt, ich oder du, Tanzshow und so. Wir haben auch noch ein kleines Spiel gespielt. Capture the Flag. Was war das Beste vom Lager im Allgemeinen? Also, bei mir war es mehr oder weniger Nacht-Action wie jedes Jahr. Mir gefällt es sehr, dass ich immer wieder etwas Neues mache. Dieses Jahr war es mehr oder weniger das gleiche wie letztes Jahr. Aber es hat trotzdem noch sehr viel Fun gemacht. Der Paul war letztes Jahr besser. Mit seiner Gasmaske. Hat euch das Motto gefallen? Zeitreise? Ja. Ich habe es einfach ein bisschen blöd gefunden, dass man immer, wenn die Zeitmaschine gelaufen ist, dass man immer so gut geschlafen. So, das war der letzte Tag vom Sola. Was haben wir heute so gemacht? Also ja, heute haben wir am Morgen den Wurzelmarkt gemacht. Und dann heute am Morgen haben wir so Spiele gemacht. Und am Nachmittag haben wir so auf dem Gelände Capture the Flag gespielt. Kann das sein? Genau. Ja, und wir haben Capture the Flag gespielt und dann haben wir so kleine Spiele noch gespielt nach dem Capture the Flag. Ja. Was machen die nachher? Jetzt haben wir Freizeit und ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen da zu sein. Was hat euch im Lager am meisten gefallen? Mir hat am meisten beim Lager gefallen die Nacht-Action. Dass wir so in einem Lagerhaus geschlafen haben und dass wir so eine wunderschöne Aussicht haben auf die Berge. Also mir haben ein paar Sachen gefallen, Nacht-Action und da mussten wir so Verbrecher suchen auf der Straße und Captain to the Flag hat mir auch gut gefallen. Ja. Mir hat am besten gefallen die Seifenrutsche. Die war mega cool und für das haben wir auch ein paar Tassen gebraucht. Und am Wellness-Abend haben wir Badhose auch benutzt, weil wir Sauna gemacht haben. Also hat euch Sola gefallen, 2019? Ja! Yeah!